Mercredi, Mesdames, cette dernière sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag. Der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und mein Hobby ist Altfranzösisch. Ich habe mir im französischen Staatsverlag Larousse das Advanced Dictionary besorgt, French, English, Anglais, Français, 400.000 Translations, New Edition, Rot, Blau und Weiß, passend zu den britischen Nationalfarben. Und es gibt einen Kulturteil in der Mitte. Und ich bin bei Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française angekommen. Und der letzte Artikel heißt Reading for All, Legalité devant la lecture. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch. Ich lese ihn zuerst auf Englisch und dann auf Französisch vor. Reading for All, the inauguration of free education went hand in hand with the publication and distribution of a mass of learning materials, textbooks, exercises, exercise books, educational charts to municipal primary schools. Und jetzt auf Französisch: Légalité devant la lecture. À l'affirmation de la gratuité correspond la fabrication et la distribution d'un abandon matériel scolaire aux écoles des communes, manuels, cahiers, tableaux pédagogiques. So, der französische Text ist mehr französisch als der englische Text englisch ist. Publication and distribution. Publicate and to publicate and to distribute. Engländer benutzen an der Stelle lieber die Verben als die Hauptwörter, lieber Staatsverlag Larousse. Für die klingt das ein bisschen holprig, was ihr da formuliert. Was mir sehr gut gefällt, ist der Bezug auf historische Quellen. Ich sage das jedes Mal, weil es leider auch so was Besonderes ist. Und hier gibt es zu dem Text auch eine historische Quelle. Das ist Reading Chart Used in Primary Schools 1900. Tableau de lecture à l'usage des écoles communales 1900. Gago, Gugalago. La Tolle sera solide. Mit der Zukunftsform schon in der Grundschule. Grundschüler schauen in die Zukunft mit Gago, Gugala. Naja, ich zeige die Quelle kurz. So, damit ist der Teil Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française, abgeschlossen. Es geht weiter mit Kunst. Ja, freue ich mich drauf. Die Artikel sind ein bisschen länger. Tschüss.